Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tech Talk. In der heutigen Folge 7 geht es um Active Directory Federation Services und die Pass-Through-Authentifizierung oder kurz ADFS oder PTA. Warum gibt es überhaupt ADFS und PTA? Da werden wir uns mal kurz nochmal einen Überblick verschaffen über die unterschiedlichen Identitäten, die von Azure AD unterstützt werden. Zum einen gibt es die bekannte Cloud-Identität. Das bedeutet ein Benutzerkonto inklusive Kennwort, das nur in Azure AD existiert. Das ist das, was zur Verfügung steht, wenn man einen neuen Microsoft 365 Mandanten erstellt und dort direkt im Portal Benutzerkonten erstellt. Alternativ, wenn man einen neuen Mandanten verwendet und über eine lokale Active Directory Infrastruktur verfügt, bedeutet das, dass Benutzer zwei getrennte Konten mit zwei getrennten Kennworten auch verwenden müssen. Es besteht keinerlei Verbindung zwischen diesen beiden Welten. Dies ist natürlich für die Anwender relativ anstrengend. Deshalb möchten wir immer versuchen, eine Single Sign-On oder Same Sign-On zu ermöglichen und müssen dazu eine Verbindung zwischen dem lokalen Active Directory, den lokalen Benutzerkonten und der Cloud im Azure AD herstellen. Dies erfolgt über die Einrichtung einer sogenannten Hybrid-Identität, von der wir dort sprechen. Das heißt, ein Benutzerkonto in Azure AD wird nicht manuell erstellt, sondern durch eine Synchronisation von Benutzerkonten aus dem lokalen Active Directory mit Hilfe des Azure AD Connect oder dem DirSync Server. Und in der Standardeinstellung erfolgt nicht nur die Synchronisation der Benutzerkonten, sondern auch des Kennwort Hashes. Bei dieser Implementierung erfolgt die Authentifizierung durch Azure AD. Das heißt, Azure AD hat, da der Kennwort Hash vorliegt, alle Informationen, die notwendig sind, um einen Anwender zu authentifizieren. Nun haben Unternehmen aber natürlich die Anforderung oder ein Interesse daran, dass Kennwort Hashes nicht in die Cloud übertragen werden. Auch in diesem Fall erfolgt eine Synchronisation von Benutzerkonten aus dem lokalen Active Directory ins Azure AD, aber ohne Kennwort Hash. Um diese Benutzer nun zu authentifizieren, stehen uns zwei Möglichkeiten zur Verfügung, nämlich eine federierte Authentifizierung mit den Azure Active Directory Federation Services oder der Pass-Through-Authentifizierung. Beide können halt nicht zusammen verwendet werden. Da aber die Authentifizierung in der lokalen Infrastruktur erfolgt, ist natürlich eine direkte Abhängigkeit gegeben, dass die lokalen Komponenten, ADFS oder PTA, aus dem Internet für die Anwender erreichbar sind. Aber was sind denn nun ADFS und PTA? ADFS, wie schon erwähnt, ist die Abkürzung für Active Directory Federation Services und Entschuldigung, dies ermöglicht eine Authentifizierung eines Anwenders im Unternehmensnetzwerk und diese Authentifizierung kann genutzt werden, um sich an einer Applikation im gleichen Netzwerk, das heißt im Unternehmensnetzwerk, oder in einem gänzlich fremden, in einem anderen Netzwerk zu authentifizieren. Dies kann ein Netzwerk sein oder eine Applikation, die im Netzwerk eines Partners ausgeführt wird oder halt Microsoft 365. ADFS stellt einen sogenannten Secure Token Service oder kurz STS zur Verfügung, der für die eigentliche Ausstellung des Authentifizierungstokens notwendig ist. Da wir ja hier von einem Netzwerk ins andere springen, ist ein Kerberos Authentifizierungstoken, so wie wir ihn von Windows in einem internen Netzwerk kennen, halt nicht möglich. Und dieser Token wird vom sogenannten Secure Token Service ausgestellt vom ADFS-Server im Unternehmensnetzwerk. Dieser Token wird verwendet, um sich an der Zielapplikation dann zu authentifizieren. In dem Token sind dann die notwendigen Informationen enthalten, wie Vorname, Nachname, der UPN, Gruppenmitgliedschaften, alles das, was notwendig ist und alles das, was die Zielapplikation benötigt. Diese Authentifizierung ist möglich an externen Applikationen, wie halt Microsoft 365, Dynamics, Salesforce, SAP SuccessFactors oder anderen Drittanbieter-Applikationen, die eine Anmeldung tokenbasiert unterstützen.
Ebenso ist es allerdings auch möglich, interne Applikationen damit den Zugriff auf diese internen Applikationen zu ermöglichen, wie zum Beispiel SharePoint, Exchange, Jira oder andere Drittanbieter-Applikationen, die im internen Netzwerk betrieben werden. Die Konfiguration für diese Applikationen erfolgt über einen sogenannten Relying Party Trust. Das bedeutet, die Relying Party in dem Fall ist halt die Applikation, weil sie vertraut auf die vom ADFS ausgestellten Sicherheitstoken. Microsoft 365 ist mit all seinen Diensten jedoch nur als eine Relying Party konfiguriert, da wir hier eine Vertrauensstellung nicht zu den Applikationen haben, sondern zwischen ADFS und Azure AD. Active Directory Federation Services stehen uns aktuell halt als Windows Server Funktionsrolle zur Verfügung, müssen also nicht separat heruntergeladen werden, wie es früher mal der Fall war. Und ADFS gibt es bereits seit Windows Server 2003 R2. Es ist also eine relativ stabile Authentifizierungslösung und bietet daher auch schon ein ganz großes Feature-Set. Die einzelnen Details vom ADFS und wie man das einrichtet, dazu wird es einen separaten Tech-Talk geben. Heute schauen wir uns mal für den Überblick und den Unterschied zwischen ADFS und PTA an. Dies ist ein kleiner Screenshot, der dann zeigt, dass Microsoft 365 halt als eine Relying Party Trust Konfiguration im ADFS verfügbar ist. Und was man hier auch sehr schön sehen kann, sind zusätzliche Applikationen aus dem Hause SAP, die je nach Test, Abnahme, Development oder Produktion halt jeweils einzelne Konfigurationen erfordern. Was ist denn nun PTA? PTA ist die Abkürzung für Pass-Through Authentifizierung und hier erfolgt die Authentifizierung durch ein Stück Agentensoftware, die als Dienst auf Windows Server läuft, für Azure AD gegen den lokalen Domain-Controller. Das heißt, PTA führt nur die Authentifizierung durch, denn die Ausstellung des eigentlich benötigten Authentifizierungstokens erfolgt durch Azure Active Directory. Dieser Token ist funktional vergleichbar mit dem vom ADFS und kann dann natürlich auch für die gezielten oder für externe und interne Applikationen verwendet werden. Hier muss, wenn Sie externe Applikationen mit Azure AD verbinden möchten oder diese Funktion verwenden möchten, immer darauf geachtet werden, dass auch die Zielapplikation wirklich eine Azure AD-Unterstützung hat. Denn Pass-Through ist mehr so etwas wie eine interne Funktion vom Azure AD. Und der eigentliche Authentifizierungstoken wird ja von Azure AD ausgestellt. Die Konfiguration erfolgt in dem Fall nicht auf lokalen Systemen, sondern vertraute Unternehmensapplikationen konfigurieren Sie im Azure AD und können dort auch dann weitere Einstellungen vornehmen hinsichtlich der Token-Authentifizierung, wie die Anmeldung dann bei dieser Unternehmensapplikation stattfinden soll. Hier ist eine Integration mit Seamless Single Sign-On möglich. Auf Windows 10 Geräten ist dies der Fall. Das bedeutet, dass Anwender ähnlich einer integrierten Windows-Authentifizierung bei ADFS auch mit PTA die Möglichkeit haben, von ihrem Domain-Mitgliedsgerät oder halt auch von einem Azure AD-Join-Gerät von Windows 10 nahtlos sich an eine Zielapplikation anzumelden. Bei PTA müssen wir schauen, was momentan die unterstützten Einsatzszenarien für Benutzeranmeldungen sind. Natürlich für webbrowserbasierte Anmeldungen, dann Outlook-Clients die ältere Protokolle verwenden, wie ActiveSync, SMTP, POP und IMAP, aber da ergeben sich ja noch ganz andere Änderungen. Dann auch ältere Office-Client-Anwendungen werden unterstützt. Office-Anwendungen mit moderner Authentifizierung, das bedeutet die nativ integrierten Modern Authentication-Implementierungen von Office 2013 und neuer. Und Azure AD Join wird unterstützt, Protokollanmeldungen für Windows, für PowerShell, aber auch die Unterstützung von App-Kennworten im Kontext der Multifaktor-Authentifizierung. Das sind alles Funktionen, die von PTA unterstützt werden. PTA hat wenige Punkte, die noch nicht unterstützt werden. Zu diesen Limitierungen gehört eine Funktion vom Azure AD. Azure AD bietet uns die Möglichkeit, Anwender zu identifizieren, wo ein Risiko vorliegt, dass eine Benutzeranmeldung kompromittiert wurde. Diese Funktion steht mit PTA nicht zur Verfügung. Hauptgrund dafür ist, dass hier die Authentifizierung nicht durch Azure AD erfolgt, sondern durch den lokalen Domain-Controller. Und das ist der Grund, warum diese Funktion
nicht zur Verfügung steht. Wenn Sie Azure AD Domain Services verwenden für virtualisierte Maschinen in der Azure-Plattform, dann muss zusätzlich trotz PTA auch die Kennwort-Hash-Synchronisation aktiviert werden. Und es besteht keine Integration in die Azure AD Connect Health Überwachung für die PTA-Agenten. Das sind die aktuellen Limitierungen. In den Resource-Links am Ende der Präsentation und am Ende des Talks finden Sie auch die Links zu der entsprechenden Dokumentation in Microsoft Docs Online, wo man dann schauen kann, ob sich da Änderungen ergeben haben. Aber wo liegen jetzt nun die technischen Unterschiede zwischen diesen beiden Plattformen? Beginnen wir mit ADFS. ADFS besteht aus mehreren Komponenten, die im internen und im Perimeter-Netzwerk des Unternehmens platziert werden müssen. Natürlich, Basisvoraussetzung ist, wir haben eine Synchronisation mit Azure AD Connect im Betrieb. Dann benötigen wir mindestens zwei ADFS-Server und zwei ADF-Proxy-Server im Perimeter-Netzwerk, die zusammen eine sogenannte ADFS-Farm ergeben. Die jeweils zwei Systeme in beiden Netzwerkzonen sind deshalb notwendig, um eine Form der Redundanz zu erreichen. Sollte halt einer dieser Server ausfallen, ist weiterhin eine Authentifizierung möglich. Wenn Sie nicht mit zwei Systemen je Zone arbeiten, sondern nur mit einem, dann ist klar, sollte ein System nicht im Betrieb sein, in Erwartung oder wirklicher Ausfall vorliegen, dann können sich Anwender nicht authentifizieren. Ergänzt werden diese Anforderungen noch dadurch, dass die Systeme hier aus dem Internet erreichbar sein müssen. Das bedeutet, wir benötigen eine öffentliche IP-Adresse, einen Hostnamen, der auf diese Adresse gemappt ist, und ein passendes TLS-Zertifikat für den verwendeten Hostnamen. Das sind zusätzliche Anforderungen für den Betrieb einer ADFS-Infrastruktur. Im Gegensatz dazu, für die Pass-Through-Authentifizierung, gehen wir wieder von der gleichen Netzwerkumgebung aus im Unternehmen. Wir brauchen wieder einen Azure AD Connect Server, der bei Auswahl der PTA-Authentifizierung auch automatisch auf diesem Server den ersten Pass-Through-Agenten installiert. Hier haben wir die gleiche Herausforderung. Sollte dieses System einmal nicht verfügbar sein, ohne laufenden PTA-Agenten ist keine Authentifizierung möglich. Wie erreicht man nun eine höhere Erhöhung der Verfügbarkeit? Man installiert einfach weitere PTA-Agenten auf weiteren Windows-Server-Systemen. Microsoft empfiehlt hier halt die Nutzung von mindestens drei PTA-Instanzen. Dies noch einmal zusammengefasst in einer Textform. Das heißt, ADFS benötigt Azure AD Connect. Als Fallback-Szenario kann man optional auch den Kennwort-Hash-Sync aktivieren. PHS steht in dem Fall für, ist die offizielle Abkürzung für Password-Hash-Sync. Ich benötige eine ADFS-Farm mit zwei ADFS-Servern in der internen Zone und zwei ADFS-Proxy-Servern im Perimeter-Netzwerk, eine öffentliche IP-Adresse, einen Hostnamen für meinen Secure Token Service Endpunkt. Dieser Hostname muss in einer Split-DNS-Konfiguration konfiguriert sein, da dieser Name im internen DNS als auch im externen DNS auflösbar sein muss, jedoch mit dem Unterschied, dass er in der externen Zone auf die externe IP-Adresse zeigt und in der internen Zone direkt auf die internen IP-Adressen der internen ADFS-Server. Und ein offizielles TLS-Zertifikat für den STS-Endpunkt, um die Kommunikation über HTTPS sicherzustellen. Auch PTA benötigt in Azure AD Connect mit aktivierter Pass-Through-Authentifizierung, wie wir gesehen haben, mit optionalem Kennwort-Hash-Sync, je nach Anforderungen, und der Installation des ersten PTA-Agenten auf dem Azure AD Connect Server. Diese Installation erfolgt übrigens alternativlos. Sie wird direkt von der Konfiguration vom Azure AD Connect durchgeführt. Weitere PTA-Agenten zur besseren Verfügbarkeit werden manuell auf passenden Windows-Servern installiert. Hierzu gibt es ein separates Installationspaket, das im Azure AD Portal direkt heruntergeladen werden kann. Was ist denn nun die Empfehlung? Die erste Wahl ist Stand heute immer die Pass-Through-Authentifizierung. Da
Pass-Through-Authentifizierung keine weiteren expliziten Serversysteme in der lokalen Infrastruktur braucht. Das heißt, der Footprint ist wesentlich geringer im Vergleich zu ADFS und ich habe keine Anforderungen an eingehende HTTPS-Verbindungen über ADFS-Proxy-Systeme zu internen Serversystemen. ADFS ist dann nur noch das Mittel der Wahl, wenn es besondere Anforderungen für Federation-basierte Authentifizierung gibt. Das bedeutet, Sie nutzen ausgewählte Applikationen, die Probleme mit PTA und Azure AD haben, sondern halt auf ADFS-Token-Authentifizierung setzen oder eine Möglichkeit bestehen muss, hier regelbasiert den ADFS-Token, der ausgestellt wird, für die Applikation zu manipulieren und zu erweitern. Microsoft stellt in der Dokumentation einen Entscheidungsbaum zur Verfügung, um die passende Authentifizierungsmethode zu ermitteln. Hier kann ich nur empfehlen, den einmal durchzugehen und dann halt passend auszuwählen und zu installieren. Ebenso ist es möglich, wenn man ADFS bereits einsetzt, auf PTA zu wechseln oder einen Rückbau der ADFS-Plattform durchzuführen. Hier sind einige Schritte zu beachten. Insbesondere sollte dies nicht während des normalen Betriebes stattfinden, sondern ja, in einem Wartungszeitraum. Microsoft bietet für die Umstellung von ADFS auf PTA ein Word-Dokument an, in dem alle Schritte ausführlich beschrieben sind und top-down abgearbeitet werden können. Das war es schon wieder für heute, für den Unterschied zwischen ADFS und PTA. Ich danke mich, dass Sie heute auch wieder diesen Tech Talk sich angeschaut haben und möchte auch bei dieser Gelegenheit ganz kurz auf die neue Veröffentlichung für ein neues Buch hinweisen, nämlich auf fürs Microsoft 365 Business Migration und Konfiguration. Hier habe ich zusammen mit Alex Fields, einem anderen MVP, einen Leitfaden zur Bereitstellung und Absicherung und Verwaltung von Microsoft 365 Business Premium entwickelt. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.